Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch grüßen, ich freue mich natürlich, ja, was passiert hier? Ja gut, ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid, First Blood direkt an LeBlanc, ich meine, ne, was gibt es nicht Schöneres, als dass euer gegnerischer Midlaner direkt mal das First Blood bekommt, auf eine schöne LeBlanc, ne, schön, schön, schön. Immerhin ist Lee Sin nicht gestorben, ja, ich habe einen im Team, ich hätte auch normalerweise gedodged, aber auf dieses Game kommt es jetzt nicht so drauf an. Ja, was wir heute auf dem Plan haben, ist, es gibt neue Items, es gibt neue Runen und das Ganze... Ich möchte euch bitten, das nicht ganz zu ernst zu nehmen. Das ist eher so ein lustiger Tryout im Ranked. Das heißt, was haben wir? Wir haben Phase Rush, wir haben Nimbus, ja, den Nimbus 3000, Celerity, Waterwalking, das heißt, ihr seht 1000 Movement Speed, hier ist auch nochmal Movement Speed und wir haben Ghost dabei. Also vor allem Nimbus, Cloak und die ganze Kisten. Wobei, problematischer möglicherweise ist Camille gar nicht da. Wir können sie mal hier so ein bisschen pingen, vielleicht kommt sie dann, wobei es wahrscheinlich besser wäre, wenn es ein Remake wird. So, wir können trotzdem mal gucken, was wir in der Zeit hier machen. Wird auf jeden Fall, ja, es wird eine schwierige Kiste werden gegen eine LeBlanc mit 1-0. Also sie hat immerhin nur Schuhe gekauft, das ist gut für mich. So, jetzt springt sie mich natürlich an, sie ist aber auch immer noch Level 1, das ist gut. Es kann aber sein, dass sie dezent schneller Level 2 wird. Glaubt zwar nicht, potenziell ist das aber möglich. Botlane wird auch schon getradet, Draven wird gekillt, das ist sehr gut, sie ist jetzt Level 2. Aber noch ein Audit mitgegeben. Aber Camille fehlt immer noch. Eine Minute noch, dann wird es ein Remake werden. Das Problem ist, dass ich tatsächlich kein Ignite habe. Ich habe jetzt Ignite extra mitgenommen, so als kleines Handicap für mich und vielleicht, weil es lustig ist. Aber durch das fehlende Ignite kann es natürlich sein, dass wir Probleme haben. Geh mal weg jetzt hier. Gibt der Geld? Oh mein Gott! Sie ist tatsächlich reconnected. Oh my freaking goodness. Okay. Ja. Also das Problem ist folgendes. Sie wird uns gleich töten. Das ist das folgende Problem. Ich sollte eben gucken. Ich habe auch gerade ein bisschen Ripperoni mich nicht. Ich habe mich nur halb konzentriert, aber ist okay. Sie wird jetzt wahrscheinlich hier gleich so ein eng. Obwohl. Na, komm schon, lass mich weg. Danke. Ich würde eben schnell 350 Gold zusammensammeln. Und dann kaufen wir uns eben ein Schwert. Wir scheißen auf die Minions. Wobei, eine W können wir da noch durchjagen. Ne, wir wollen aber nicht sterben. Ne, ne LeBlanc. Na, ich glaube, wir nehmen noch den Nahkämpfer mit und dann ist gut. Weil sie ist auf jeden Fall in Laune, mich umzubringen. Na, da hat sie richtig Bock drauf. Und das wollen wir nicht zulassen. Deswegen gehen wir ganz fix shoppen. Na, vielleicht geht sie sogar deep. Ne, tut sie nicht. Kaufen uns ein weiteres Schwert. Und ich denke, da mir das Ignite fehlt, werde ich die Kills über die Lanes holen müssen. Das heißt, über andere Lanes. Über Botlane, über Toplane. Ich kann ja mit Ghost sehr, sehr schnell roamen. Das ist so mein Vorteil so ein bisschen. Problem ist nur, dass wir keine Toplane haben. Beziehungsweise, ja, also, das heißt, wir haben keine. Aber ja, 3 CS und ist im Level 2 Level behind. Und Botlane haben wir eine Soraka-Lane. Das ist auch nicht ganz so geil. Allerdings pushen die ziemlich hart rein, die Boys. Na, wir könnten jetzt eigentlich potenziell den übel schnellen Roam machen, Leute. Das machen wir auch. Denn je früher ihr roamt, also wenn ihr vor Level 6 roamt, da rechnen die meisten Leute nicht mit. Wir verlieren jetzt ein paar CS in der Mitte, aber ganz ehrlich, ist egal. Hauptsache, wir gönnen uns jetzt die ersten Kills, die uns zum Snowballen bringen. Und let's go, wir machen schon mal einen Ghost an. Let it go, oh let it go. Whoop, du bist tot. Flash W, ist laut. Out-Attack, Q, Out-Attack und later Double Kill. Schön, ne? Da sind wir mit drin im Business. Also es ist wirklich ganz oft so, wenn ihr, egal mit welchem Champion, vor Level 6 rompt, dann gehen die Gegner davon aus, also ich meine, die LeBlanc hätte mich sehen können, dass ich runterrompe. Das war jetzt ihr Fehler, klar. Aber normalerweise rechnen die Leute mit. Wenn du mit Katharina Level 4 die Lane verlässt, dann denken die Leute, du gehst irgendwie warden oder sowas oder, keine Ahnung, shoppen. Aber nicht Rome. Diese Roams sind GG, ich sag's euch, die sind wirklich einfach GG. Ja, ach scheiße, ich habe das falsche Item gekauft, kacke. Ich wollte ja Stormraiser bauen, Mist. Okay, dann gehen wir einlässt, vielleicht gehen wir, ich denke wir müssen so oder so Jungmus kaufen, weil wir ja hier den Speedbuild gehen, deswegen ist es gar nicht so wild. Aber vielleicht gehen wir First Item Stormraiser. Das müssen wir mal schauen, wie das wird. Ja. Wir haben halt jetzt keine Summoners mehr, dafür aber zwei Kills. Was hat sie? Sie hat einen großen Stab gekauft. Ja, what the fucking shit. Okay, interessant. Interesting. Kommen Sie bitte her. Danke. Wir könnten natürlich jetzt auch direkt wieder... Lane ist durchgepusht, das heißt, sie sieht noch nicht mich. Erst bis sie feststellt, dass ich nicht da bin, bin ich schon längst oben. Ja, das ist ein kleiner Vorteil, allerdings... Ah, Camille hat null Mana, das hat gar nichts. Das hat wirklich gar nichts. Kann ich absolut nichts machen.
Am besten wäre es natürlich, wenn ihr durchpusht, bevor ihr roamt. Ne? Das ist die beste Möglichkeit. Aber ihr seht, wir haben bisher einen Nahkämpfer verloren. Na, das ist alles. Also, okay. Einen haben wir verloren und von einem haben wir XP bekommen. Da kann man echt mit leben. Dafür, dass ich schon oben war, mehr oder weniger, ne? Potenziell. Ah, so. Na, aber sonst solltet ihr versuchen, vorher durchzupushen und dann zu roamen. Das ist die bessere Möglichkeit. Allerdings ist es halt so, könnt ihr schnell aus der Lane sneaken, weil der Gegner ja euch nicht sieht. Ne? Sie ist jetzt auch Mist. Wir können direkt mal wieder runter. Ich denke, sie geht shoppen. Wir gehen runter. Während wir runter roamen, Leute, hier rüber. Da war ein Ward. Das hat mich gesehen, potenziell. Ja, die Botlane läuft schon zurück. Das hat mich leider gesehen. Wir können aber trotzdem mal hier warden und wir porten hier back. Die werden jetzt hier hinkommen und warden. Komm schon. Nein! Okay, das war dumm. Ich hab Fiddlesticks unterschätzt, muss ich sagen. Also es war obvious, also das war ja geplant, ne? Der wollte hier reingehen, um zu sehen, ob ich da drin bin. Deswegen habe ich hier neben gewartet. Ich dachte, dass ich ihn eben ganz schnell umbringen kann, dass meine Blutung mehr Damage macht als sein Sauger. Weil normalerweise maxt man auf der Botlane nicht den Sauger, aber ich glaube, der hat tatsächlich den Sauger gemaxt. Normalerweise maxst du sowas wie 4 oder Silence oder sowas für einen Poke. Aber der Boy hat halt Sachen gemacht, ne? Ja, ich würde sagen, wir gehen eben Yumus first, Leute. Machen wir eben Yumus fertig. Dann sind wir auch schnell. Ist ja der Plan. Und dann kaufen wir uns Stormrazers. Ich glaube nicht, dass Stormrazer ein gutes Item für Talon ist, das möchte ich sagen. Und auch Essence River, den ich mir dieses Game gerne bauen möchte, ist auch ebenfalls, glaube ich, kein gutes Item für Talon. Das möchte ich an dieser Stelle highlighten. Aber dennoch, wehe, du nimmst meine Kanone. Danke. Dennoch möchten wir sie halt einfach mal spaßeshalber testen. Wir könnten mal gucken, ob wir sie fighten oder wir gehen halt Top-Lane, ne? Ich würde aber jetzt wirklich erst vorher durchpushen. Sie hat auch wenig Mana. Rein theoretisch könnten wir sie fighten, ne? Möglichkeit gibt's auf jeden Fall. Aber sie hat auf jeden Fall noch genug Mana, um mich so ein bisschen abzufacken. Geh weg! Lassen Sie mich in Frieden! Das war Face... Ach stimmt, Face Rush habe ich auch noch, ne? Also, würde ich auch wirklich in keinster Weise empfehlen, Face Rush. Oh Mist. Da hätten wir was machen können, aber ich glaube, so hat das irgendwie nichts. Ich glaube, der killt mich, ganz ehrlich. Deswegen, ja. Der springt nochmal drauf, safe. Das Ding ist, er hat halt seine... Oh, hier ist auch noch Grapefruit Graves. Okay, dann gehen wir erstmal wieder hier rüber. Hallo, Bro, danke. Gehen wir jetzt mal wieder hier rüber. Und zur Not gehen wir halt wieder Botlane Roam. Ne, Botlane ist immer eine Möglichkeit. Sie hat jetzt echt gar keinen Mana, also eigentlich kann sie nichts machen. Wir können ja jetzt nach unten escapen. Kopfnusspalme kommt mit der. Und die denken jetzt, ich escape nach unten, nutze aber gleichzeitig diesen Weg, um Botlane zu ganken. Das heißt, sie werden wahrscheinlich nicht pingen. Ne? Und wir sind unten. Ghost is on und let it be. Let it be, oh let it be, oh let it be. Oh, was? Aber ich bin schnell, Leute. Phase Rush ist Phase Rush. Das ist meiner. Wenn das nicht... Danke. Also das war ein bisschen random von Soraka. Also man kann sagen, auf einer random Skala von 1 bis 10 war es ungefähr Bananenbrot. Also es war Greed einfach, hätte man. Der war safe tot. Der war absolut safe tot. Aber ist okay. Yumus ist fertig. Wir kaufen uns jetzt nochmal den Radar-Cup-Analysierer. Und gehen nun auf... Also ihr könnt jetzt live in die Kommentare schreiben. Ja, das ist ein Live-Interaction-Video. Und ich werde das sofort anpassen und eure Kommentare lesen können. Das heißt, ihr könnt jetzt sagen, soll ich Essence River gehen oder soll ich Stormrazer gehen? Ich denke, wir gehen Stormrazer. Essence River wäre aber auch echt nice, not bad mäßig. Ich glaube, wir gehen Stormrazer als erstes. Schauen wir mal. Okay, ja, fuck mich ab. Danke, danke, danke. Da kommt Lee Sin wieder. Ach, Lee Sin ist halt einfach, der hat noch nichts gemacht. Ne? Er hat Glück, dass er mich im Team hat und Kate. Wobei ich ja Kate erschaffen habe, so gesehen, aber wir nehmen jetzt erstmal das Ding hier weg. Toplane wird halt echt eine harte Kiste werden. Wir müssen das über Botlane gewinnen. Sag mal, lol, baut sich das jetzt zusammen? Insane Mechanics! Okay, du willst? Oh, ich dachte, die kommt zurück. Okay, dann müssen wir jetzt weg. Das war ein bisschen anders geplant. Stellen wir mal das Control Ward hier. Dann muss ich jetzt shoppen. Scheiße. Wir hätten auch gleich wieder Ultimate, aber ich habe so wenig HP, Mann. Rip. Raus. Lee Sin, raus! Bitte gehen Sie raus! Leute, Lee Sin ist einfach kein guter Champion. Scheiße. Mist. Ich bin extra nach rechts gelaufen, weil ich wusste, dass seine Granate noch kommt, aber ich habe es leider nicht schnell genug geschafft. Ja, was soll man dazu sagen? Was soll man dazu nur sagen, Leute? Die stimmt jetzt auch leider.
Jupp. Oh, schade. Die Kette ist aber auch ein bisschen Bug. Normalerweise ist die... Also, die Range von der Kette ist halt safe nicht so lang. Und also, du kannst aus der Range rauslaufen, aber sie bricht einfach nicht. Das ist halt immer ein bisschen crazy. Lecker, schmecker, wie... Oh, da unten sieht es aber echt gut aus. Ich bin schnell. Ich habe leider nur noch keinen Ghost. Vielleicht kann ich trotzdem noch jemanden catchen, der overstayt. Das könnte potenziell drin sein. Der overstayt halt tonnenweise. Also, mehr overstay geht gar nicht. Oh, RIP. Aber den kriegen wir. Das ist meiner. Nein. Ah, oh, shit. Aber ist okay. Ja, ein Assist noch mit einsammeln für Kate, weil wir brauchen Kate definitiv in dem Game. Grapefruit Graves muss ich mal abfarmen, Leute. CS, scheiß drauf, brauchen wir nicht. Also natürlich braucht ihr CS. Keine Frage. Ich glaube, das hat getroffen. Nee, hat es nicht. Minimal knapp, aber auch nur minimal. Aber deswegen, Freunde, ganz klare Sache, würde ich auch niemals mit Face Rush spielen. Weil du einfach gerade am Anfang den Damage brauchst. Ne, um Kills zu machen. Mit Electrocute sah der Trade gerade wieder ganz anders aus und die Trades davor mit LeBlanc. Aber ich habe halt, Face Rush bringt mir in dem Matchup halt nichts. Face Rush ist halt nur gut, also es wurde eine Zeit lang immer auf Talon gespielt, aber Face Rush ist halt nur gut, wenn du... Oh, Bro. Oh, Bro. Aber was ist denn hier los? Seid Ult an, wir müssen raus. Wir machen aber direkt Ghost an, wir jagen da nämlich hinterher. Hauen die Flaspots rein. Und springen darüber. Guter Flash. Guter Auto-Hit. So. Also harte Kiste, harte Kiste, harte Kiste, kann man sagen. Heilige Makrele. Also ich weiß nicht, ob ich das carryen kann, Leute. Ich meine, wir haben eine Kate, die echt gut dabei ist. Aber Toplane, also Toplane versucht's, bemüht sich. Jungler ist halt, boah, ich meine, das kommt ja nicht von ungefähr, Leute. Aber mein Lee Sin, es ist einfach krass. Ich meine, holy shit. So, wir gehen direkt wieder Botlane. Wir haben leider kein Ghost und leider auch keine Ultimate. Ich muss auch sagen, ich bin wirklich in Trauer gebunden, dass Ultimate Head jetzt nicht mehr da ist. Das ist jetzt in dem roten Baum. Da kann ich nicht so... Ja, weiß ich. Ich nehme, glaube ich, lieber das Wuffen Speed mit, um ehrlich zu sein. Aber das sieht potenziell sehr, sehr gut. Scheiße, ist alles rot. Das sieht aber potenziell... Guten Tag, einmal bitte. Der hat kein 4 mehr. Ganz... Oh, lol. Nö. Nö. Jetzt gibt er auch noch den Kill ab. Wir könnten ja eigentlich noch was machen. Safe. Ich würde für den hier gehen. Aber was? Ja, okay. Kann man absolut mitleben, ist okay. Ja, die Frage ist, was kaufen wir jetzt als nächstes? Ich glaube, ich brauche erstmal die Tomaten hier. Ah, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ah, guckt euch das an, obwohl das war noch gerade im Flug. Ah. Geh weg. Also, Stormraiser machen wir geilen Bam-Bam-Damage. Und Essence Reaver können wir... Also, das Ding, das mit Essence Reaver, warum der nicht gut ist, ist, weil wir eigentlich keine Auto-Attacks machen. Ich habe jetzt aber schon ein Schwert. Wir machen erstmal Stormraiser fertig. Komm, Leute. Was soll der Geiz? Na? Was soll der Geiz eigentlich? Das Problem ist ja, dass Stormraiser auch mit Crit skaliert. Das heißt, um das volle Potenzial aus dem Stormraiser rauszuholen, müsste man... Ja, ein bisschen Crit kaufen. Und das machst du ja auf Talon eigentlich nicht. Ne? Also wie gesagt, ich würde es auf jeden Fall nicht empfehlen. Egal, was euch irgendwer sagt. Also okay, ich habe es noch nicht getestet. Ich kann es nicht sagen, aber... Ich habe keine Ult. Solange ich keine Ult habe, muss ich wirklich absolut defensiv spielen mit dem Boy hier. Ich weiß nicht, ob wir den schaffen. Das Problem ist... Wenn er nämlich ultet, dann brauche ich meine Ult. Ansonsten killt er mich nämlich. Oder Kimmel. So, wir gehen mit Lane. Da ist hier der Bro wieder, aber ich glaube, Midlane ist gerade super action. Ich ping einfach mal Toplane um Help und laufe gleichzeitig in die Mitte. So läuft das, Leute. So geht das. Ich bin da. Können wir da? Also sind irgendwie ist keiner mehr da. Was ist denn hier los? Sag mal. Was ist denn hier los? Ja, okay, aber ich glaube, es war insgesamt immer noch worth, weil ich habe einen Flash ohne. Alter. Ohne Ult bekommen und zwei Ults bekommen. Oh, ich glaube, Thundermeer könnte gleich kommen. Das heißt, wir müssen nach rechts laufen. Wir könnten... Alter, wir laufen... Wir machen einfach eine Welttournee. Das ist der Plan. Er smitet mich einfach mal. La, 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 la. Der ist slow, der ist slow, der ist slow. Wir machen Ghost, Mann. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah. Run for it. Forest. Run for it. Und danke für den Heal. Das heißt, können wir direkt Botlane pushen. Das war eigentlich mein Plan. Ich wollte für den Botlane Tower Push gehen, Leute. Ja, das habe ich mir direkt gedacht. Gehen Sie weg. Danke. Okay, ich bin raus, Leute. Ich kann euch hier noch eine Wehen droppen zur Safeness, aber ich bin raus jetzt. Gut,
Gut, gut, gut. Haben wir Geld für irgendwas? Ein BF-Sword brauchen wir halt, Alter. BF-Sword, ein Sammler. Ja, ist okay. Ja. Give the Inhib Tower for a Tower. Was wollen die mir sagen? Wir brauchen halt generell Tower. Wir haben halt nur einen einzigen Turm. Wir brauchen auch vielleicht mal Schuhe nach der Aktion gerade. Ich glaube, wir kaufen mal eben das hier. Weil daraus können wir später den Essence Reaver kaufen. Also das heißt, wir haben schon mal beide Items so ein bisschen angefangen. Ich meine, ich habe jetzt auch wirklich gar kein Damage in meinem Item-Bild. So wirklich nichts, ne? Also, kein Electrocute, kein Ignite, kein Draktarblade. Naja, das ist jetzt nicht schlimm. Da handicap ich mich selber ein bisschen durch. Das ist auch absolut fair. Ist ja auch mein Smurf. Aber, deswegen, ich will einfach nur mal sagen, dass ich das deswegen niemals empfehlen würde. Es gibt nämlich Leute, die spielen mit sowas. Fehlt einfach, wir müssen jetzt Tower holen, Leute. Wobei, ich glaube, ja, eigentlich sind Tower schon wichtig. Aber wenn mein Team jetzt permanent stirbt, vor allem Caitlyn. Caitlyn ist die wichtige Person. Deswegen sollte ich eigentlich permanent mit Caitlyn groupen, damit sie nicht stirbt. Weil sie nicht auf sich aufpassen kann, offensichtlich. Na gut, wir haben aber immerhin einen Infernal Dragon schon mal. Das ist nicht schlecht. Jetzt versuchen wir mal ein bisschen. Der hat ja noch gar keinen Damage hier bekommen, der Tower. Machen wir mal ein bisschen Tower Damage hier. Okay, ich bin raus. Teleport haben wir gekriegt. Und holen uns Draven. Das Vorteil ist immerhin, dass Ghost immer ready ist. Das ist gut. Komm, Lisson, gib ihn mir. Komm, mach ein geiles Play. Do it. Do it, 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 do it. Nimbus, Auto-Attack. Oh Mann. Also ich muss sagen, Nimbus, ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher. Also Nimbus ist auf jeden Fall eine Rune, die könnt ihr legit mitnehmen auf Talon. Also die ist wahrscheinlich gut, vor allem, weil es ja mehr oder weniger kein Ultimate Head mehr gibt. Man könnte überlegen, ob man jetzt die 10% CDR mitnimmt, damit man da den CDR-Ausgleich kriegt. Das wäre eine Möglichkeit. Allerdings müsste man dann Celerity wegpacken, was bald aber auch schon genervt wird. Die Rune wird von 3% Movement Speed auf 1,5 genervt. Also relativ bad tatsächlich. Ich glaube, wir kaufen uns mal eben Mercury Boots für den CC. Wobei, die haben echt ordentlich AD-Damage auch so. Ne, wir kaufen mal Mercury Boots eben. Alleine der Fiddlesticks 4, der ist richtig ekelhaft. Und Nimbus ist ja so, ihr ultet und dann müsst ihr immer noch mal ans Ziel rankommen. Für den Auto-Attack. Das ist sau wichtig. Oder fürs Q. Und da könnte ich mir das echt gut vorstellen. Können wir da noch was machen? Guten Tag, Bro. Sag mal, was ist denn hier, wenn er mich jetzt... Oh, Mann. Hab schon. Bros ist an. Das ist meiner. Danke. So. Toplane holen wir uns Draven oder wir können uns LeBlanc holen, die mich jetzt chasen wird. Ich hab halt kein Damage, Alter. Ich hab Ult, aber jetzt erst. Kacke. 3, 2, 1. Nimbus Auto-Tech. Nimbus. Ah. Na gut. Wir haben uns gegen... Ja, ich hatte kein Ult direkt. Und da muss ich sagen, Ultimate Head, Leute. Man merkt übel krass, dass die Rune fehlt. Einfach unglaublich heftig. Du hast immer so viel Cooldown. Damals hast du die Ult immer ready gehabt. Das merkt man insane krass. Also absolut insane krass. Ja, was wollten wir bauen? Ich krieg halt nichts fertig hier irgendwie. Ich krieg kein Geld. Ich muss mal farmen oder so. Könnt ihr den Dolch schon kaufen, aber... Ja, machen wir jetzt, aber... ja, bringt halt nichts. Bei Sensory ist das Problem, wir machen eigentlich nicht viele Auto-Attacks, ne? Also... Ja... Ne? Es ist halt vielleicht lustig, das ist alles. Ich meine, man könnte es mal spielen mit einem Full-Attack-Speed-Bild, aber... Ja, weiß nicht. Aber Sensory ist, glaube ich, so ein richtiges Item, wo ich richtig viele Builds mit ausprobieren würde. Da kann ich mir wirklich, wirklich lustig vorstellen. Wir wollen uns mal Fiddledix. Der hat leider ein Reudenglas, aber ich denke, dass wir ihn trotzdem kriegen. Draven ist auch unten, den könnten wir uns... Ich hole mir erstmal Red Buff, dann wird mir das Ganze ein bisschen erleichtert. Oh, Caitlyn. Naja, Leute, obwohl sie pinkt nur. Weil... Wenn euer AD Carry den Red Buff haben will, dann gebt ihr dem den. Ob der 1.10 ist... Ob mit Minute, ja, bei Minute 3 vielleicht nicht, aber ob der 1.10 ist, ist auch 1.20, ihr gebt den das. ADKs sind extrem instabile Personen, die, sobald sie einen Red Buff oder so nicht bekommen, potenziell AFK gehen. Oder Inten. Ja, ihr gebt den das einfach. Der Klügere gibt nach, Leute. Oder auch mein Team, was gerade stirbt. Ja, gut. Alter, ich bin auf jeden Fall flott. No! Aber nicht flott genug. Ja gut, das war jetzt ein bisschen unglücklich. Und mein Team stirbt. Auch unglücklich. Sehr unglücklich. Ziemlich unglücklich. Der wird gleich noch vom Wolf gekillt, Alter. Ich weiß nicht, was der da macht, aber das ist sehr gefährlich. Bro, geh weg. Bro,
Bitte mach kein Play. Playmaker Lee Sin. Nun gut, wir müssen uns ein bisschen mehr anstrengen. Wir sind. Ich meine, ich habe kein Damage, ist das Problem. Ich merke das einfach, aber wir müssen uns mehr ins Zeug legen, Leute. Wir müssen das Ding hier carryen. Da muss mehr kommen. Da geht auch mehr. Ja, was ist das denn hier? Lassen wir uns von sowas hier einschüchtern? Nein, niemals. Oh, was? Oh, ich dachte kurz, wir wären Gegner. Wir müssen mehr Leute. Wir brauchen erstmal Farm. Wir brauchen Farm, wir brauchen Türme. Midlane-Turm muss Kate machen. Das ist nicht mein Ding. Ich muss Sideline-Tower holen. Und ich muss Kills machen. Leute killen. Leute abfarmen. Draven abfarmen. Hat der Lifesteal? Der hat Stormraiser. Ich habe auch bald Stormraiser jetzt. Ich müsste in eine gute Richtung gehen. 725 Gold. Grapefruit Grace würde ich auch gerne catchen. Der ist sau weich. Also er ist wirklich weich. Wobei mir ich halt auch echt kein Damage habe, muss man dazu sagen. So, Draven ist mittlerweile. Ich muss zu meinem Team. Ich muss dahin, weil sonst die brauchen mich. Aber sonst sterben die. Ich würde zwar sau gerne Split Push und Split Push mit Talon ist insane. Aber die machen nur Mist. Mist. Mist und Mist. Das ist, was ich meine. Der ist schon mal RIP. Der ist auch RIP. Das ist gut. Wir sind sauschnell. Müssen wir eigentlich jetzt hier rüber? Nee. Wir sind nicht greedy. Wir gehen da nicht rein für den Kill. Also so ein bisschen. Aber nicht zu deep. Die Sin ist wieder tot. Das sind aber... Ich sterb dabei, Alter. Wenn jetzt Camille einen Stun drauf machen würde, dann wäre ich instant dabei. Also treffen würde. Ja, gut. Schön. 650 Gold. Stormraiser Starlings macht drinnen mehr gerade unsere Basis kaputt, was ungeil ist. Ich bin. Do it. Können wir noch irgendwas kaufen? Nö. Mana-Kristall. What the fuck, Rido? Ich bin da. Ich habe nur keine Ultimate, was sehr, sehr schlecht ist. Lol. Ja, okay. Ich glaube, das war Stormraiser. Kann das sein? Muss ich dafür anziehen sein oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Gab auf jeden Fall Arsch für Knete jetzt für mich. Also wir kommen übel gut voran mit dem Item-Build jetzt. Wir müssen Gas geben. Give it goes. So, Draven ist wieder da unten. So, was macht Stormraiser? Ich weiß es gar nicht hundertprozentig mehr. Also, wenn du 1,85 Sekunden nicht angegriffen hast, kriegst du Storm's Edge. Storm Edge macht 160% Damage. Die Frage ist, mit einem Auto-Tag, oder? Storm Edge! Theo! Ja, okay, ich bin erstmal raus. Also ich habe abgesehen davon, dass ich meine Combo gefailt habe irgendwie. Der 4 ist halt komplett RIP. Eigentlich bräuchte ich mir noch ein QSS. Also der Schaden war jetzt nicht so geil. Stopp. If you haven't attacked in the last, hat das denn jetzt überhaupt gekrittet? Was heißt denn attacken? Wir müssen mal gucken. Ich habe ja den Buff. Heißt, wenn ich meine W zauber, ist das schon ein Attack? Ich bin sofort da, Bro. Jetzt kommt... Okay, das... Jetzt müssen wir das mal checken. Weil ich weiß es gar nicht. Next Basic Attack. Zack, jetzt ist er auf Cooldown. Jetzt können wir wieder, wenn ich W mache... Okay, also ich kann jetzt W und jetzt Auto-Attack. Das geht, okay. Sehr gut. Wir haben Ult wieder ready. Wir gehen wieder zum Team. Eigentlich würde ich echt splitten. Splitten ist so geil auf Talon, aber... Die sterben halt 24-7. Vor allem Kate. Er schreibt schon hier, Y Riot ist schon ein bisschen am Tilting-Spree. Soraka jetzt leider auch tot. Ich jetzt leider auch auf dem besten Wege. Harte Kiste. Harte Kiste. Vor allem ist Lee Sin halt leider 100% nutzlos. Also wirklich 100%. Camille kommt langsam so ein bisschen rein. Das ist ganz in Ordnung. Aber das ist auch wirklich alles. Toplane ist leider... Das, am besten kann Lee Sin das verteidigen. Der ist eh nutzlos. Problem ist, Fiddlesticks hat halt sein dummes Stundenglas plus. Ich bin auf jeden Fall schnell. Da kann man nichts gegen sagen. Aber das reicht halt nicht immer. So, Ascensory ist fertig. Ich glaube, das... Ich weiß nicht, ob Ascensory was bringt. Ich glaube, halt wirklich gar nicht. Aber man muss es halt mal testen und es soll ja auch Spaß machen. Komm schon. Ah. Oh. Hätte jetzt nicht mehr mit gerechnet. So, denn Ascensory war... Ja, ich mache halt keine Auto-Attacks, ne? Also, es funktioniert. Wenn du deine Ultimate castest, machen deine nächsten Auto-Attacks CDR zurück. Und ich kriege Attack-Speed. Klingt interessant. Schauen wir mal. Ich brauche auf jeden Fall mehr CDR. Wie viel habe ich denn? 30%? Das geht echt klar. Los, holt den Boy, Leute. Hallo, könnt ihr den Boy da mal holen? Auto-Attack. Ich habe halt keine Ult gerade. Ist ein bisschen gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Ah, RIP, Alter. Ich bin raus.
Da unten ist nämlich, okay, sie haben den gekillt, ist gut. Also Leute, Ultimate Head, das killt mich komplett. Das macht mich wirklich traurig. Aber ich glaube, das Movement Speed ist schon sehr wichtig, Alter. Na, Talon Movement Speed ist einfach GG. Aber das ständig nicht ready zu haben, jetzt müssen wir direkt alle drauf auf den Mann. Kommt schon. Ich force das direkt. Hol mir direkt eine Ult. Ach, der hat er, glaube ich, gar nicht mehr gehabt. Kann das sein? Guter Teleport. So. Kauf mir QSS oder der. Ich glaube, ich brauche Draktau. Da gibt es noch irgendwas Lustiges, was wir uns kaufen müssen. Boah, ich brauche auf jeden Fall. Ich glaube, ich kaufe mir mal eben erstmal Draktablade. Beziehungsweise 10% CDR. Sonst werde ich echt noch komplett traurig und verfalle in tiefer Depression. Geht ja gar nicht hier. Die sind ab mittlerweile 7 Kills, aber. Dafür war Kate mal 5-2 und die ist jetzt 6-5. Alter, irgendwie, was ist hier los? Wieso komme ich da nicht rüber? Wie viel kritte ich denn überhaupt? 500. Ist nicht ultra bad, 500er Crit. Wenn ich jetzt Draktablade noch dazu habe, ist es, glaube ich, echt gut. Q, Auto-Attack, dadurch mache ich Stormraiser drauf und Draktablade. Also die Kombination könnte potenziell ganz guten Schaden machen. Man könnte wirklich über Stormraiser nachdenken, aber dann als viertes oder fünftes Item oder sowas. Das heißt, du gehst den ganz normalen Itemweg, Yomus, Draktablade, gehst dann weiter auf Black Cleaver wahrscheinlich. Und dann kaufst du. Er krieg halt. Ich krieg ihn halt. So, ich habe wieder seine Ult bekommen. Das ist gut. Das ist gut und wichtig. Gut und wichtig. So, leider kommt LeBlanc gerade. Ich glaube, sie wird aber nach unten laufen. Gehe ich einfach mal aus. Ich weiß nicht, ob sie mich gesehen hat. Ja, hat sie. Komm schon! Ah, okay. Trunemir ist halt leider ein Beast schon. Der ist relativ gut gefarmt und der hat auch dieses ganze Zeug hier. Infinity Edge, der macht auf jeden Fall Schaden, das kann man sagen. Kamel? Nope. Nope. Ah, hat er noch eine Granate? Glaube nicht, sonst hätte er die schon geschossen. Also Draktablade, Proc und Dings Proc könnte ich mir echt gut vorstellen, dass das geht. Kate ist halt leider echt. Ich glaube, die ist halt wirklich tilted oder so. Na? Habe ich gerade eigentlich mit Essentia was gemacht? Ich glaube nicht, Alter. Sensory ist halt wirklich Müll. Oh gut, die Leute hinten. Komm, Power, bitte noch ein. Das reicht nicht. Aber ich lebe bald in 12 und hier ist... Ah, der Inib ist sogar da. Ah, der hat keinen Lifestyle, der Mann. Und ich bin schnell. Ich bin die schnellste Maus von Mexiko. Zwar macht LeBlanc unten gerade Stress, aber ist egal. Ich bin schnell, ich bin schnell, ich bin schnell. Auto-Attack. Ah! What? Der hat ja mich fast umgebracht, Alter. Na gut. Leider haben wir jetzt keine Ult und meine Basis wird gekillt. Na, na, na. Ich komm, ich will wenigstens Draktablade noch haben. Das wäre echt sahnig. Normalerweise würde ich vom Draktablade immer die Lethality zuerst bauen, übrigens. Aber ich habe es jetzt so gemacht, weil... Ja, weil ich halt unbedingt die CDR wollte. Ich weiß nicht, ob ich auf Ultimate Head umsteige oder Ultimate Hunter im roten Baum. Aber das Movement Speed ist echt sahnig, Alter. Ich meine, guckt euch mal an, wie schnell wir sind. Voll langsam. 391? Ne, 470. 470 ist halt, bei Tank geht es halt wirklich oft um an den Gegner rankommen. Oder um schnell auf der Botlane sein, um Roam. Ich glaube, das ist wichtiger. Deswegen nimmt man ja auch Celerity mit, damit du Movement Speed hast. Wird bald genervt. Ich muss jetzt jemanden catchen, damit wir Zeit bekommen. Wenn ich jemanden catche, dann können die Gegner nicht aggressiv spielen. Zumindest nicht so aggressiv. Ich muss irgendwen getten. Hier ist nichts. Ich muss irgendwen catchen, bevor... Damit die nur noch in Unterzahl sind. Ich warte jetzt hier und gucke, ob hier jemand kommt. Dann kann ich da nämlich reingehen. Oder falls hier jemand in den Wald reinläuft. Oder die machen gerade Baron. Das könnte halt auch echt sein, irgendwie habe ich das Gefühl. Lol, da fliegt einfach so ein Siegel über die ganze Map. RIP. Schaffen wir die? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Glaub nicht, aber wir können es ja mal versuchen. Ich meine, was soll der Geiz? Ich glaube, das ist die falsche. Ne, doch nicht die richtige. So, wir haben zwar LeBlanc abgeholt, aber... Es ist halt doch hart, ne? Man muss einfach sagen, es ist wirklich, wirklich hart. Tötet ihr den bitte? Nope. Der Fiddle killt halt alleine mein Adik. Oh, das Silence war wichtig. Wichtig und gut, die Gegner kommen jetzt hier. Frage ist, unsere Base wird gerade eingerannt gleichzeitig. Go for it! Das Ding ist, da kommen wir allerdings noch drin, mehr oder so.
Woi! Das war aber auch doof, da hinterher zu gehen, muss man einfach sagen. Ich kann ihn nicht einfach anspringen, weil er einfach immer jetzt mal sein E wirft. Ja gut, ich denke. Aber wir können auch unser Draktarblade bauen, ne? Haben wir es doch gehabt, Leute. Ja, also Fazit. Dodge, wenn ihr Lee Sin im Team habt, das war einfach der beste Beweis. Ihr habt gesehen, der Typ hat nichts gemacht. Nur Müll. Ansonsten, Stormraiser könnte man potenziell überlegen. Ich glaube, ich werde es mal in einer Triad-Version spielen. Das heißt, mit Ignite Electrocute. Und dann, wie ich gesagt habe, Yumus, Draktarblade, Black Cleaver, Stormraiser. An dem Punkt wäre es okay. Ich baue da meistens Edge of Night. Aber da hast du sowieso meistens den Punkt, wo du sagst, ja, ich weiß nicht, was ich jetzt kaufen soll, so. GA kaufe ich da sehr, sehr oft noch. Da könnte man es reinpacken. Das würde passen. Wobei Attack Speed awkward und useless ist, was ja in dem Item drin ist. Aber ja, und wie gesagt, ihr könnt mir auch gerne eure Meinung zu Nimbus Cloak reinhauen und so weiter. Ich wünsche euch was, auf Wiedersehen und einen schönen Tag euch. Goodbye.